12. Mai 2012, Berlin-Olympiastadion, das Duell der Giganten zwischen Dortmund und Bayern. Magdalena Neuner präsentiert die Trophäe, Goldmedaillengewinnerin, Weltmeisterin, Karriereende 2012. 75.708 Zuschauer, wie immer eine tolle, prächtige Kulisse. Gewinnt für uns das Spiel heute? Naja, hat ja geklappt. Ribéry, Robben, Schweinsteiger, alle waren sie dabei. Die Trainer Jupp Heynckes mit Hermann Gerland und natürlich auf der anderen Seite Jürgen Klopp mit seiner berühmten Pöhlermütze. Von ihm wird noch die Rede sein, Robert Lewandowski, sein Mittelstürmer-Pendant bei den Roten. Mario Gomez wurde nicht Torschützenkönig 2011-12 mit 26 Toren. Klaas-Jan Huntelaar mit 29 Buden hatte ihn übertroffen. Borussia Dortmund war schon souveräner deutscher Meister mit 8 Punkten vor den Münchnern. Und ein Blitzstart BVB. Lewandowski, Luis Gustavo unglücklich in den Lauf von Blaschikowski, Kagawa 1:0 Dortmund, dritte Minute. Das war natürlich ein emotionales Highlight. Tollhaus Olympiastadion. Kagawa mit einer Galasaison insgesamt. 13 Tore in der Bundesliga, 12 Tore hat er vorbereitet und das hier jetzt obendrauf gemacht. Klar, einfach nur Pech, der Ball von Luis Gustavo für Blaschikowski, der Brasilianer, dann natürlich auch noch gegen Kagawa zu spät. Die Partie begann spektakulär. Nicht wenige sagen ja, dass dieses Finale 2012 vielleicht das Beste aller Zeiten war. Bayern war aber auch ganz gut im Spiel, kamen über Robben, dann rechts geht Gomez steil, trifft den Ball, trifft aber auch Roman Weidenfeller, der krümmt sich vor Schmerzen. Das war ein ganz blöder Zusammenprall in der 10. Minute. Mario Gomez trifft Weidenfeller unabsichtlich an den Rippen. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Schauen wir uns gleich nochmals in der Zeitlupe an. Da kann der Mittelstürmer nichts dazu. Es sah überhaupt nicht gut aus für Weidenfeller. Aber er mit einem unbändigen Willen aufgeben geht ja gar nicht. Hey, Finale, Bayern 1:0 vorne, Adrenalin. Mitchell Lengerick, der Australier, machte sich schon mal bereit in der Bundesliga in dieser Saison mit 2 Einsätzen. Aber Weidenfeller biss sich da durch, Handschuhe wieder an. Was machen die Rippen? Jürgen Klopp ahnte da wohl schon nichts Gutes. Eckball für die Bayern durch Robben. Und dann Schmelzer mit der Befreiung. Schmelzer, Kehl, Gündogan, Hummels, Kagawa, Lewandowski. Große Namen damals bei einem ganz großen Team und Weidenfeller wackelte. Völlig ausgeglichene Partie, vielleicht einen Tick mehr Ballbesitz bei den Münchnern. Dann Robben, Schweinsteiger, wunderbar in den Lauf für Gomez. Wieder Gomez gegen Weidenfeller, der Torhüter kommt leicht zu spät, auch überhastet raus und Elfmeter für Bayern. Und Gelb für den armen Weidenfeller. Die Rippen tun noch weh und jetzt noch der Elfmeterschmerz obendrauf. Schiedsrichter war Peter Gagelmann und Gomez jetzt auch Leidensgefährte von Weidenfeller. Weidenfeller war da mit den Händen dran. Ein Riesensatz, Riesensturz von Gomez. Strafstoß, die korrekte Entscheidung. Weidenfeller, Konzentration auf Arjen Robben. Mario Gomez, Torschützenkönig war er 2010-2011. Jetzt hier noch behandelt von Doc Müller-Wohlfahrt. Arjen Robben,
25. Minute und der saß. Anfang April hatte er einen Elfmeter gegen Dortmund verschossen und damit endgültig die Meisterschaft für Dortmund eingeleitet. Es keimte wieder Hoffnung auf für die titelgebeutelten Münchner. Robben von August bis November 2011 mit vielen Verletzungen, Schambeinentzündung, Leistenbruch. Bis Dezember machte er nur 5 Spiele. Der ehrgeizige und immer leidenschaftliche Arjen Robben. Jürgen Klopp und die Aufmunterung für Mitchell Langerak, den Australier. Motivieren kann er ja wie kein Zweiter, der Kloppo. Weidenfeller konnte nicht mehr, der Wechsel in der 34. Minute. Der Gomez-Zusammenprall nach 10 Minuten war halt der Grund. Und so kam Mitchell Langerak zu seinem 3. DFB-Pokal-Einsatz. Die Bayern dachten auch schon ans Finale daheim am 19. Mai. Da durften ja Alaba, Luis Gustavo und Bart Stuber nicht mitmachen. Deshalb jetzt hier in Berlin die 3 in der Startelf. Tymoszczuk, Contento und Thomas Müller wurden geschont fürs Champions-League-Finale. Boateng. Und jetzt wieder Gomez gegen den Torhüter. Erste Bewährungsprobe bestanden. Mitchell Langerak, keiner verletzt, obwohl da wieder Gomez war. Duplizität der Ereignisse. Kagawa, damals ein ganz großer Kagawa. Rüber dann zu Piszczek. Der rechte Außenverteidiger Philipp Lahm, der Kapitän, und dann ein Fehlpass von Philipp Lahm. Das gab es ja äußerst selten nur. Schmelzer. Kagawa für Błażejkowski, ein Sturz, Boateng der Sünder und sofort wieder die Elfmeterentscheidung von Gagelmann in der 40. Minute. Das verzweifelte Gesicht von Holger Badstuber. Kagawas Hackenglück für Błażejkowski. Das war so, denke ich mal, nicht geplant. Und das war irgendwie sehr ungeschickt von Boateng, viel zu ungestüm. Letztlich eine völlig klare Sache. Mats Hummels gegen Manuel Neuer. Und so schaut entschlossene Konzentration aus. Gagelmann musste noch für ein wenig Strafraumlinienklarheit sorgen. Keiner wollte das Eck da kampflos hergeben und räumen. Nett. Dann aber los. Hummels. Neuer ahnte das Eck, war noch dran. 41. Minute, 2:1 Borussia Dortmund. Es war, pardon, sauknapp. Neuer berührte den Ball noch, der aber zu scharf geschossen war. Und in Neuer brodelte es. Nachspielzeit, erste Halbzeit, 5 Minuten. Die Weidenfeller-Verletzung führte zu dieser langen Nachspielzeit. Schweinsteiger, Badstuber, Toni Groß. Rüber auf Lahm. Die Bayern spielten 2012 auch schon auf Ballbesitz mit hoher Passquote. Robben sucht dann Ribéry und dann zack, zack, 2, 3 Ballkontakte, BVB, der Kloppo-Fußball über Kagawa, Lewandowski, 3:1 Dortmund in der Nachspielzeit. Jupp Heynckes sagte nach der Partie, Dortmund hatte in der ersten Halbzeit eine Torchance und haben 3 Tore erzielt. Stimmt irgendwie. Kein Abseits, Kagawa auf Lewandowski und durch die Beine von Manuel Neuer. Auf der Tribüne Kalle Rummenigge. Karl Hopfner, 2014 bis 2016 ja Bayern-Präsident, als Uli Hoeneß im Gefängnis war.
Pause in Berlin. Schöner Sonnenuntergang. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Dortmund hatte ja vor diesem Endspiel 4 Spiele in Folge gewonnen gegen die Bayern bei einem Torverhältnis von 7:1 und jetzt wieder 3:1 vorne. Den Bayern-Fans krauste es. Aber der BVB spielte einfach klasse, selbstbewusst, bärenstark. Kagawa. Und dann die Befreiung durch Thomas Müller. Gomez wieder da und der Sturzflug von Lengerek. Robben und es war überstanden für die Schwarz-Gelben in der 49. Minute. Leicht übermotiviert der gute junge Lengerek. Lahm. Müller, so solala, Saison 11-12, 7 Tore hat er nur gemacht. Dann Alaba und sein Busenfreund Ribéry. Lange Zeit vielleicht die beste linke Seite der Welt. Und dann wieder Tempoüberfall, Lieblingssport von Jürgen Klopp. Błaszczykowski suchte Lewandowski, fand aber Philipp Lahm. Rassiges Spiel, einfach top. Bayern immer mit dem Willen, das hier auch noch zu drehen. Aber hochkonzentriert die BVB 11. Hinten Bayern in dieser Saison mit der besten Defensive. Und Dortmund mit Subotic, Hummels, Piszczek, Schmelzer mit der zweiten besten Defensive. Lahm. Toni Kroos. Ribéry, Robben, Ribéry und wieder abgeblockt der Schuss von Schweinsteiger, abgeprallt und das waren dann die schwarz-gelben Momente. Immer wieder über Kagawa, Wiesel, Flink, Großkreuz, Beinschuss, Schweinsteiger, Lewandowski 4:1, 58. Minute, eiskalt und clever ausgekontert. Lewandowski, der dann 2014 ablösefrei nach München wechselte, Meister 2011, 2012 und hier die Bayern mal richtig düpiert. Den großen, ungeliebten Rivalen mal richtig eine eingeschenkt. Das tut den Dortmunder Fans richtig gut. Robert Lewandowski unwiderstehlich in dieser Bundesliga-Saison 22 Tore für den BVB, Platz 3 hinter Huntelaar und Gomez. Da ist nichts zu machen für Neuer. Jupp Heynckes. Kontraste. Jürgen Klopp kam 2008 zum BVB und blieb dann bis 2015. Bayern und Dortmund kamen nur sehr knapp übers Halbfinale. Bayern Elfmeterschießen gewonnen in Gladbach. Dortmund mit einem mühsamen 1:0 in Fürth nach Verlängerung. Immer wieder Lewandowski, klar, jetzt mit voller Power und ganz breiter Brust. Lewandowski und Manuel Neuer. Weiter geht's. Groß, Schweinsteiger. Heynckes sagte nach der Partie, unser gesamtes Defensivverhalten war eine einzige Katastrophe. Für Jupp Heynckes schon ein sehr deutlicher Satz. Und da wieder Lewandowski und das Foul von Schweinsteiger, ein Frustfoul und das gab die gelbe Karte von Gagelmann nach 70 Minuten. Ja, ist halt so, meinte hier wohl der Schweini. Lewandowski ging ihnen gewaltig auf die Nerven mit normalen Mitteln, fast keine Chancen, dann langt man halt mal zu. Bayern wie immer viel über rechts, über Lahm. Gomez kommt hier nicht dran. Die Dortmunder in dieser Zeit vor dem Finale bärenstark drauf. 9 Pflichtspielsiege in Folge. Und dann noch dieses Ding hier in Berlin.
Klar, wesentlich mehr Ballbesitz jetzt Bayern München. Mit Robben, der in der Rückrunde wieder zu seiner Form fand, nach wie gesagt vielen Verletzungen, lahm. Insgesamt über die 90 Minuten 6:5 Torchancen für Dortmund, alles also ziemlich ausgeglichen. Ribéry und jetzt aufgepasst, jetzt gleich der Auftritt des kleinen fußballverrückten Franzosen. Ribéry. Das war eine tolle Nummer, das 2:4 in der 75. Minute. Kaum Freude, nach Hoffnung und Optimismus schaut es hier nicht mehr aus, obwohl ja noch mehr als 15 Minuten zu spielen waren. Und da ein BVB-Fan mitten im Bayern-Block hat sich wohl verirrt. Das war so ein typischer Ribéry, unberechenbar, Fußball-Filou, Weltklasse. So viele Beine dazwischen, so viele Gegner und dann doch diese Lücke gefunden. 12 Tore hat er 2011, 2012 gemacht und 21 vorbereitet. Das war eine geniale Saison des Franzosen. Bender kam dann für den tollen Kagawa, hat großartig gespielt. Sven Bender kam in der 81. Minute. Das Ganze jetzt also ein bisschen defensiver. Und Shinji Kagawa wurde gebührend gefeiert. Mittelpunkt einer sehr, sehr starken Mannschaft. Das hat er sich hier alles genauso verdient. Lewandowski, und es wurde noch schlimmer für den Rekordmeister. Da kommt Neuer raus und verliert den Ball. Piszczek am Ball, Lewandowski, 81. Minute, das 5:2 für den Meister, eine Demütigung für die Roten. Lewandowski als Hürdenläufer, die große Show des Polen. Von 2010 bis 2014 beim BVB machte er 74 Tore und ging dann 2014 als Torschützenkönig nach München. Tor Nummer 3 für den Mittelstürmer. 45. Minute, 58. Minute, 81. Minute Manuel Neuer. Das kann halt passieren in solch einer Partie. Piszczek reagiert richtig gut und Boateng kann da überhaupt nichts mehr machen gegen Lewandowski. Das passte noch ins Bild bei Bayern, bei diesem ganzen seltsamen Spielverlauf. Mit 8 Punkten Vorsprung Meister geworden vor Bayern und dann am 12. Mai 2012 so eine Geschichte draufgesetzt. Dortmund war im schwarz-gelben Himmel. Und bei den Münchnern lagen die Nerven blank, nichts lief zusammen. Schweinsteiger packte sich nochmals Lewandowski. Der Schweini war sauer. Natürlich echt blöd seine Aktion hier kurz vor Schluss. Schiedsrichter Gagelmann entfernte sich flugs vom Tatort. Strenge Blicke auf die Akteure. Schweini schimpfte dann noch mit Hummels. Und dann bitte antreten, meinte Gagelmann. Schweini hatte ja schon gelb, bekam aber nicht die gelb-rote Karte. Gnade vor Recht, auch in Ordnung. Arjen Robben unter den lauten, euphorisierten Gesängen der BVB-Fans. Schweinsteiger hielt sich hier zurück. Aber dann langte Gomez hin. Alles reine Nervensache. Tja, die Münchner bekleckerten sich auch im Verhalten in den letzten Minuten nicht mit Ruhm. Mario Gomez bekam die gelbe Karte. Foul an Schmelzer in der 88. Minute am Nationalmannschaftskollegen. Christian Ehrlinger links, damals Manager der Bayern. Und dann endete dieses furiose, spektakuläre Finale mit dem Pfiff von Peter Gagelmann.
Borussia Dortmund schlägt Bayern München mit 5:2 in einem unvergessenen Finale. 3 Tore durch Robert Lewandowski. Meister 2011, Meister 2012, Double 2012. Borussia Dortmund hatte damals klar die Nase vorn vor Bayern München. Franck Ribéry natürlich tief enttäuscht. Patrick Ovomoyela nach einem Wadenmuskelriss beim letzten Spiel in Freiburg zugezogen, beim Finale nur Zuschauer. Bundespräsident Gauck und Kapitän Sebastian Kehl. Das erste Double in 103 Jahren Vereinshistorie war perfekt und geschafft. Herzlichen Glückwunsch!